Und der Börsentag in Dresden war ein voller Erfolg. Ich hatte einen Vortrag vor über 350 Leuten. Da kann man jetzt nicht sagen, hatte auch sehr gute Gespräche und einige Rückmeldungen für die Analysen hier, dass den Leuten das gefällt und sie jede Woche einschalten. Wenn Sie neu dabei sind, auch Sie will ich beiziehen, dass Sie jede Woche zuschauen. Und da habe ich mir besonders heute Mühe gegeben, denn heute präsentiere ich nicht nur die DAX-Analyse. Der ist ja fast auf ein neues historisches Hoch ausgebrochen. Wenn es weitergeht, habe ich zwei Kursziele für Sie. Und ich habe noch fünf Kandidaten, die man sich im Februar näher anschauen sollte aufgrund der Saisonalität. Alle bringen in den nächsten Monaten saisonal einen Durchschnittsgewinn von über 20%, manchmal sogar über 30%, wenn auch in diesem Jahr wieder die übliche Saisonalität stimmt. So, schauen Sie sich das an und es gibt wieder ein neues Taipan Insight. Mehr dazu dann natürlich am Schluss dieser Videoanalyse. Also, viel Spaß! So, meine Damen und Herren, kommen wir als erstes mal wie immer zum deutschen Aktienindex. Ich hatte ja in der letzten Woche gesagt, er wird sich weiter seitwärts bewegen, besteht aber eine kleine Wahrscheinlichkeit, dass er hier über diese Linie geht. Und dann sollte es zu einem neuen historischen Hoch kommen. Das ist bis jetzt noch nicht gekommen, obwohl er hier diese graue Linie überschritten hat. Und ich hatte damals gesagt, man könnte ein Kursziel ausarbeiten, ein kleines und ein großes Kursziel. Das kleine deutet in Richtung 17.500 Punkte. Und zwar bin ich davon ausgegangen, wo haben wir es hier, bei meinem Gesamtmarktindikator, dass wenn diese Linie hier, dieses Hoch überschritten wird, der DAX frei ist bis zum oberen, zur oberen Rostzone bei 17.552. Grund hierfür war auch, dass der DAX hier an dieser Unterstützung, diesem 3%, dem oberen 200-Tage-Band nach oben abgeprallt ist. Also, wenn der DAX auf ein neues historisches Hoch ausbricht, dann ist der Bereich 17.552 das Ziel. Und sowas hat sich ja in der letzten Woche schon angekündigt, dass es langsam und stetig weiter nach oben geht, weil dieser Fehleinbruch, dieser Kursrutsch unter diese Unterstützungslinie neutralisiert wurde, wurde sozusagen zum Fehlsignal. Und jetzt haben wir hier in der Tat ein oberes Ziel, wenn alles passt, an dieser grauen Linie. Und das wäre auch der Bereich um 17.400, 17.500 Punkte. Wann ist das Ganze erledigt? Hier haben wir jetzt Three-Line-Break-Signal. Letzte Woche war diese Signallinie noch hier unten. Jetzt ist sie durch den weiteren Anstieg im DAX weiter nach oben geschoben. Das Ganze wird neutralisiert, wenn der DAX mit Schlusskurs, Tagesschlusskurs unter 16.878 Punkte aus dem Handel geht. Die Advanced, die Kleinlinie hier, steht weiterhin auf Kauf. Mein Gesamtmarktindikator fällt zwar, hier sieht man es nochmal, aber der ist auch auf Kauf. Und eigentlich fehlen jetzt nur noch 100 Punkte, dass der DAX in Richtung 17.552 frei ist, oder aber 100 Punkte nach unten, um ein, wo haben wir es hier? Wo habe ich es nochmal? Um ein Three-Line-Break-Gegensignal zu geben. Wenn ich mir natürlich diesen langfristigen Wochenchart hier anschaue, dann haben wir hier eine kleine, wir könnten jetzt sagen, ich zeichne es mal ein, eine V-Formation. Schnelle Bewegung, das heißt schnelle Bewegung, etwas stärkere Bewegung nach unten, genauso eine starke Bewegung nach oben, Plattformbildung. Und bei einer V-Formation, wie hier zu sehen, ist ein Ausbruch normalerweise auf der Oberseite zu erwarten. Und das wäre dann auch hier sozusagen strandbestätigend in Richtung 17.500. Ich hatte ja letzte Woche auch ein wesentlich größeres Ziel ausgemacht. Und zwar habe ich diesen Trend hier genommen. Nehmen wir mal den Trend nochmal und habe gesagt, wir könnten auch eine 1-2-3-Formation bekommen. Und dann würde man an diesem Tiefpunkt diese Linie anlegen und dann hätte man sogar ein Ziel, ein langfristiges Ziel im DAX bei 19.000 Punkte. Also die Wahrscheinlichkeit hierfür ist vorhanden, dass es in Richtung 17.500 geht
und dann und dann eine kleine Korrektur und dann vielleicht im Laufe des Jahres auf 19.000 Punkte, solange der DAX nicht erstmal wieder ein kleines Three-Line-Break-Verkaufssignal gibt. Zu guter Letzt möchte ich noch zum Schluss noch zeigen, auch die Wochenindikatoren, das ist Wochenchart, diese Indikatoren hier unten stehen alle auf Kauf, da hat sich nichts geändert. Es bleibt bullig. So, das war jetzt der erste Teil, die übliche DAX-Analyse. Und jetzt kommen wir zu den saisonalen Kandidaten für den Februar. Da habe ich schon mal einige Einstellungen vorgenommen. Ziehe ich mal diese Tabelle hier rüber. Das ist jetzt das neue saisonale Modul in Taipan 21, was bald zur Auslieferung kommt. Die Verbesserung ist hier. Man sieht hier unten, wie die einzelnen Jahre waren. Also, ich habe jetzt eingestellt in den nächsten 4 Wochen. Haltedauer zwischen 50 und 150 Tage. Es soll mindestens zum Gewinn nach oben von 20% kommen, mit einer Wahrscheinlichkeit von 80%. Und untersucht werden die letzten 12 Jahre. Dazu muss es ein Minimum-Ranking von 0 bis 18 von mindestens 10 kommen. Und untersucht habe ich erstmal im deutschen Aktienmarkt die CDAX-Werte, das sind knapp 350 Aktien oder etwas mehr sogar noch. Wieso habe ich hier nicht 100% eingestellt? Ganz einfach, weil jetzt schon nur 2 Werte rauskommen. Jetzt gucken wir einfach mal hier auf diese Statistik. Wir haben bei Nemetschek, der erste Wert ist Aixtron, der soll ab dem 2. Februar steigen bis zum 17.04. um 20,22% und hat eigentlich fast kaum Verlust gemacht. Nur einmal gab es einen kleinen Verlust. Der zweite Wert ist Nemetschek und dieser soll um 25% steigen. So, jetzt schauen wir uns mal die entsprechenden Charts an. So, das ist jetzt der Aixtron-Chart. Ich habe mal meine übliche Vorlage genommen mit dem Sentiment-Horst- und Sentiment-Best-Indikator. Weil, wenn dieser ja ein Verkaufspfeil hier zeigt, dann ist der Markt ja nach so einer Aufwärtsbewegung überkauft. Und deshalb sollte man erstmal abwarten, bis dieser überkaufte Zustand abgebaut ist. Hier unten sieht man den Indikator. Und wenn dann diese roten Balken hier unten sich in Richtung grüner Linien nähern oder sogar diese unterschreiten und es kommt ein neuer Einstiegspfeil wie hier, dann darf man einsteigen, auch wenn das hier vielleicht etwas später ist. Momentan würde ich mal sagen, da spricht nichts dagegen, dass man vielleicht bei einem kleinen Rückgang hier bis diesen Bereich eine Long-Position eröffnet oder aber man wartet stärker ab und hierfür muss dann die Aktie über diesen unlängst hier in den letzten Tagen bestätigten Widerstand steigen. Also hier haben wir es nochmal, Einstieg. Durchschnittsgewinn 20,22%. Der Stop ist ziemlich weit entfernt bei 8,5%. Sollte man unter diese Linie bringen. Also, ich persönlich würde hier einen Ausbruch nach oben abwarten oder wenn der nächste Sentiment Best Kauffall kommt. Man kann natürlich auch das Ganze mit dem Luna-Modul noch abgleichen. Das ist aber eine andere Geschichte. Ich habe hier schon ziemlich viel davon erzählt. So, der zweite Wert ist jetzt Nemetschek. Die Aktie ist schon mal frei. Das ist schon mal schön. Die ist hier auf ein neues Jahreshoch ausgebrochen. Der Bereich ist jetzt Unterstützung. Was mir nicht gefällt, ist, dass genau das jetzt hier zu sehen ist, was ich eben als Überkaufzustand ansehe, nämlich dieser Sentiment-Horst-Indikator hat 2 Verkaufspfeile gegeben. Bedeutet, die Aktie ist in den letzten 8 bis 9 von 10 Tagen gestiegen und hat jetzt sozusagen, ist jetzt wieder in eine kleine Korrektur übergegangen. Also hier würde ich im Endeffekt diese Position eröffnen, wenn die Aktie vielleicht noch mal etwas zurückkommt, das heißt vielleicht 2, 3 Euro und dann soll die Aktie bis zum 30. April um 25,5% steigen bei einem Stop von Moment, wo haben wir es hier? Bei einem Stop von mindestens 6,32%. So, und das waren jetzt die deutschen Kandidaten. Und damit wir hier noch ein kleines i-Tüpfelchen haben, lasse ich jetzt mal nicht die CDAX-Werte durchlaufen, sondern den S&P 500. Das sind 500 Aktien. So, und da stellen wir jetzt nicht 80% ein,
Weil sonst hätten wir hier ziemlich viele Aktien zur Auswahl. Kann natürlich jeder selbst machen, wie er will. Wir stellen jetzt hier mal 100 Aktien ein, weil wenn ich die jetzt alle durchanalysiere, dann sitze ich morgen noch. Also, wir lassen jetzt 100% Kandidaten anzeigen und da kommen von den 500 S&P-Werten nur vier Stück raus, nämlich Cadence Design Systems, Cintas Corporation, Monolithic Power Systems und Synopsys. Also, alle vier Werte, wie man hier unten sieht, anhand der Jahresgrafik, haben kein einziges Jahr mit Verlust abgeschlossen. Obwohl, man muss immer erwähnen, zwischenzeitlich kann es dann doch mal ins Minus gehen und das wird dann genutzt, um den Stop auszuarbeiten. Also, schauen wir uns jetzt mal diese Werte an. Die erste Aktie, die wir jetzt aufrufen, ist Cadence Design Systems. Die soll vom 1.2. bis zum 30.7. um 33,8% steigen bei einem Risiko von 7,74%. Hier haben wir die entsprechende saisonale Prognose. Und ich habe hier mal schon eine Unterstützungszone eingefügt. Natürlich in Gelb, weil das ist jetzt eine Vorgabe von dem Programm. Müsste ich nochmal ändern. Also, die Aktie sieht gut aus, ist nämlich auf ein neues Hoch ausgebrochen. Leider Gottes etwas überkauft, weil nämlich dieser Sentiment-Hoss-Indikator war über der roten Linie und die Aktie ist zurückgegangen. Und ein Verkaufssignal kommt ja, wenn diese rote Linie wieder berührt wird von oben. Und das ist jetzt hier geschehen. Also, die Aktie wäre ein Kauf, wenn es nochmal etwas zurückgeht bis in die Unterstützungszone, also bis in den Bereich von 284. Dann sollte ein Kauf sich saisonal lohnen, wenn es weiter nach oben geht, mit einem Stop versehen von mindestens 7,74% unterhalb des Einstiegspreises. So, der nächste Wert ist Cintas. Cintas hat den Einstieg einen Tag später, vom 2.2. bis zum 16.8. soll es hier um 28,68% losgehen, nach oben gehen, mit einem Stop von 6,5%. Hier sieht es doch mal schon sehr gut aus. Also da geht es richtig zur Sache. Einmal waren es sogar über 30%. Also können wir mal sagen, wenn wir 20% hier mit dieser Aktie an Gewinnerwartung einkalkulieren, dann wäre das schon eigentlich gut. Und die Aktie schickt sich jetzt an, über diesen letzten wichtigen Widerstand zu steigen, ist aber etwas überkauft. So, also was macht man jetzt? Man wartet nochmal den einen oder anderen Tag ab, wie sich das Ganze entwickelt. Die Aktie könnte nämlich hier, die ist ja jetzt wieder anhand dieses blauen Balkens in der Überkaufzone und wenn die jetzt ein bisschen fällt, gibt es das zweite Signal nach unten. Das heißt, ich würde hier in diesem Bereich auf einen roten Balken warten, der in Nähe der grünen Linie ist. Wieso sage ich jetzt hier nicht unter der grünen Linie? Weil wenn man sich hier diesen Kursverlauf anguckt, der Trend bei dieser Aktie ist so stark, dass es kein einziges Mal zu einem Kaufpfeil kam. Zwar wurde die rote Linie, die grüne Linie hier unten berührt, aber eigentlich nie so wie hier oben gekreuzt. Und erst wenn die einmal gekreuzt wird, dann gibt es ja einen neuen Kaufpfeil. Und das war hier nicht der Fall. Also hier muss man die Aktie auf die Beobachtungsliste setzen. Und wenn dann hier der rote Balken in diesem Bereich ist, dann vielleicht eine Kaufposition eröffnen. So, der nächste Kandidat, Monolithic Power Systems Incorporated, soll vom 5.2. bis zum 8.8. einen Durchschnittsgewinn von 37,19% bringen bei einem Risiko von 8,5%. Und wie sieht der Chart aus? So, Aktie ist am Widerstand abgeprallt, ist nicht überkauft. Naja, gut, noch den einen oder anderen Tag, dann könnte vielleicht der rote Balken etwas zurückgehen. Und entweder kann man dann einsteigen oder aber man wartet, bis die Aktie über diese rote Widerstandszone ausbricht. Und dann soll sie sich so bewegen, wie es hier der schwarze saisonale Pfeil zeigt. So, also der letzte Wert, den ich jetzt noch habe, ist Synopsys. Hier haben wir einen Durchschnittsgewinn von 29,4%. Hier waren wenige Gewinne zu vermelden in diesen ersten 4 Jahren und die anderen Jahre gab es sogar mal Gewinne von über 60%. Sagen wir mal so, wenn es 25% nach oben geht,
darf man einfach ebenfalls zufrieden sein. Und wie sieht dieser Chart aus? Der sieht genauso aus wie der vorherige, nämlich die Aktie steht unter der Widerstandszone, ist anhand des Indikators im neutralen Bereich. Also hier würde ich eine Position eröffnen, wenn bis zu diesem Zeitpunkt hier, vielleicht kurz vorher, ein Aufwärtspfeil kommt anhand des Sentiment-Best-Indikators. Dann müsste sozusagen die Aktie nochmal den einen oder anderen Tag fallen, bis diese grüne Linie unterschritten wird. Dann kann es nach oben gehen. So, meine Damen und Herren, ich habe Ihnen jetzt sechs Kandidaten für 2024, Februar 2024 präsentiert. Liegt natürlich an Ihnen, die Analyse fortzuführen und sich jeden Tag diese Aktien anschauen. Das kann ich jetzt nicht für Sie übernehmen, aber Sie wissen, einige Werte haben eine Trefferquote von 100% anhand der letzten 12 Jahre gehabt, die anderen 80%. Das ist schon mal nicht von schlechten Eltern. Und zwischenzeitlich empfehle ich Ihnen, wenn Sie nichts zu tun haben, jetzt kommt's, das neueste Taipan Insight runterzuladen, ist jetzt erschienen, habe ich wieder mal zu verantworten. Da geht es um die Dogs of the Dow. Das ist eine der längsten Abhandlungen zu diesem Thema. Wenn Sie noch nie von diesen Hunden gehört haben, dann empfehle ich hier diese Seite unter Lenz und Partner runterzuladen. Und wenn Sie den nächsten Taipan Insight Newsletter im Postfach haben wollen, tragen Sie sich hier per E-Mail ein. So, das war's wieder mal aus Bobs Börsenecke. Und zum Schluss noch, wenn Ihnen dieser Kanal gefällt, bitte abonnieren. Taipan braucht mehr Zuschauer, weil dann freue ich mich immer, wenn die Leute dabei sind und dann macht es auch Spaß, solche Filme zu produzieren. Also, das war's. Mein Name ist Thomas Bob und bis zum nächsten Mal. Tschüss.